Hallo, ich bin die Henny, ich bin 44 Jahre alt und der Rudi und ich, wir suchen auf diesem Wege jemanden, der zu uns und zu Wien passt. Wer passt denn so zu Ihnen? Na, jemand, der was kann halt. Jemand, der aktiv ist, definitiv kein Moralapostel. Also ich mag nicht, dass mir jemand vorschreibt, was ich zu tun habe, was falsch und was richtig ist, das weiß ich schon selbst ganz genau. Das klingt nach schlechten Erfahrungen. Wollen Sie da ein bisschen was erzählen? Ich war halt recht grün hinter den Ohren, habe mich auf den Erstbesten eingelassen und dann ging es nur mehr um Pop-up-Geschichten. Ja, einmal war er weg, dann war er wieder da. Das ist herumgepoppt. Es ging auch nur mehr um Verkehr, Verkehr, Verkehr die ganze Zeit. Und irgendwann hat er sich halt auch mal mit einer anderen ins Bett gelegt und dann habe ich gesagt, na, es reicht. Das muss ja einer gewesen sein. Was muss denn der Neue können? Also der muss einmal aktiv sein und dynamisch. Er muss gut zuhören können, mich ernst nehmen und ein bisschen frischen Wind ins Leben bringen. Fühlen Sie sich manchmal einsam, so ohne den richtigen? Na, ich komme ganz gut mit mir selber klar, aber zu zweit ist das Leben einfach schöner, es macht mehr Spaß. Bis wann hätten Sie denn gern den neuen? Naja, ich bin am 11. Oktober auf eine Hochzeit eingeladen und es wäre schon schön, wenn ich dann schon die Schmetterlinge im Bauch hätte. Gell, Rudi?